Aufbruchsstimmung in der Villa Wertvoll am vergangenen Freitag, denn mit einer sehr besonderen Aktion möchte man hier innerhalb eines Jahres Spenden sammeln. Doch von Anfang an. Die Villa Wertvoll befindet sich in der Mittagsstraße und bietet hier schon seit einigen Jahren einen Zufluchtsort für Kinder und Jugendliche. Von Musikproduktion über Schauspiel bis hin zum Filmen kann man sich hier in der Freizeit oder mit der Schulklasse seinem Hobby widmen. Das Angebot wird auch sehr gut angenommen, so gut, dass die Villa schon mittlerweile aus allen Nähten platzt. Deshalb möchte man sich nun auf ein zweites Gebäude ausweiten. Der Ausbau kostet allerdings über 100.000 Euro. Konkret geht es dabei um diese ehemalige Fabrikantenvilla auf der anderen Seite des Parkplatzes. Diese soll nun also gewissermaßen zur Villa Wertvoll 2.0 werden. Um das Geld zu sammeln, braucht es aber ein besonderes Projekt, fast so besonders wie die Villa selbst. Alexander Heinrichs hat dafür auch bereits eine Idee. Er schwingt sich auf das Fahrrad und fährt von Magdeburg innerhalb eines Jahres bis in die chinesische Metropole Hongkong, um so Spenden zu sammeln. Alles unter dem Titel Velo Wertvoll. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Couchsurfer bei uns in der WG, der aus Schweden einfach mit dem Fahrrad losgefahren ist. Und da habe ich dann gesehen, dreiviertel Jahr später ist er in Nepal wirklich angekommen. Und seitdem hatte ich so die Idee, dass man das machen kann, dass das funktioniert, dass das auch ohne jetzt ein großer Sportler zu sein, funktioniert. Also natürlich bin ich nicht ganz unsportlich, aber es ist machbar. So dieser Gedanke bestand dann und je länger ich drüber nachgedacht habe, umso größer wurde die Lust, es wirklich mal umzusetzen. Losgehen sollte es am vergangenen Freitag, also dem 1. Juli, doch zunächst stellte sich Heinrichs zusammen mit seinem Team den Fragen der Medien. Die Weltkarte auf der Wand zeigt es wahrscheinlich am eindrücklichsten, auf was sich der 29-Jährige hier eingelassen hat. 1,5 Jahre Vorbereitungen liegen schon hinter ihm, die Planung der Route, das Besorgen des Equipments und natürlich auch die nötigen Impfungen waren nur ein paar der Aufgaben. Sportlich hat er sich übrigens kaum vorbereitet. Tatsächlich nicht. Also ich habe ein paar Proberadtouren gemacht, wie gesagt. Das waren dann einmal zum Beispiel von Magdeburg nach Karlsruhe, eine Probetour, ein paar hundert Kilometer. Aber sonst ist es mein Gedanke, dass man unterwegs, es ist ja wirklich ein ganzes Jahr Zeit, und unterwegs dann sportlich genug wird, dass man das dann auch schafft. Die grobe Route ist zwar bereits geplant, aber in diesem Projekt steckt dennoch eine Menge Spontanität. Vielleicht besucht man doch eine Stadt mehr oder fährt über ein anderes Land. All dies kann man in Zeiten von Social Media online verfolgen. So gibt es neben dem Instagram-Profil auch eine eigene Webseite, auf der das Projekt vorgestellt wird und man auch die Route verfolgen kann. Also spenden kann man auf der Website velowertvoll.com, also Velo wie Fahrrad auf Französisch und wertvoll eben wie wertvoll wie die Kids bei uns in der Villa so. Die Spenden kann man auf der Website eben einfach über PayPal oder über Kreditkarte oder auch einfach als Überweisung an die Villa Wertvoll geben. Aber man kann natürlich auch solche Pakete buchen, zum Beispiel sagen, ich möchte so und so viele Cent pro Kilometer spenden. Und wenn ich dann irgendwo angekommen bin, das dann überweisen oder gewisse Orte auf der Route als Ziel angeben. Zu sagen, zum Beispiel habe ich Freunde in Teheran vielleicht, wenn du die dort besuchst, dann kriegst du diese Unterstützung. Firmen und Privatpersonen haben schon jetzt mit angepackt, sodass mittlerweile schon über 7.000 Euro auf dem Konto gelandet sind. Doch genug der Worte und raus mit dem Rad, wo schon viele Wegbegleiter warten, um Alexander eine gute Reise zu wünschen. Das Rad wurde auch gut beladen, Reiseapotheke, Zelt und Kleidung dürfen natürlich nicht fehlen. Ein speziellen Gegenstand, den ich dabei habe, ist zum Beispiel so kleine Brillanten, so Plastikbrillanten. Und wir geben nach jedem Schulworkshop den Kindern, die hier in der Villa Wertvoll sind, so einen kleinen Brillant, immer mit der Aussage, du bist brillant. So, das ist ja, was wir ihnen hier in der Villa Wertvoll vermitteln wollen. Und ich möchte diese kleinen Brillanten mit auf die Reise nehmen, um den Menschen, die mir unterwegs helfen, die mich aufnehmen, die mich vielleicht auf ein Essen einladen bei sich zu Hause, dass ich ihnen eben genau diese Botschaft auch mitgeben kann. Einmal wurde die Abfahrt für die Kameras geprobt, vorbei an dem Gebäude, um das sich alles dreht. Die neue Villa steht seit über 10 Jahren leer und es gibt eine Menge Bedarf für Renovierungen. Wände sollen gehen, neuer Teppich muss her, damit man alle Pläne umsetzen kann. Wir haben verschiedene Ideen, was hier reinkommt. Also das eine ist, dass wir konkret Workshop-Räume für Kinder einrichten wollen. So ab Kindergartenalter, Musik, Tanz, Theater, Töpferwerkstatt, solche Dinge. Dass wir weitere Workshops anbieten können für Kinder und Jugendliche und noch mehr Kinder eben von der Villa Wertvoll profitieren können. Wir möchten Beratungsräume einrichten, weil wir eben auch psychosoziale Beratungen für Kinder und Jugendliche anbieten und dass wir da
noch mehr Räume und mehr Möglichkeiten haben und eben auch hier mehr Kinder ansprechen können. Und wir möchten schließlich einen Elterncafé einrichten, dass wir auch einen engeren Kontakt noch zu den Eltern aufbauen können und ein Vertrauen, weil man den Kindern natürlich am besten helfen kann, wenn die Eltern auch an einem Strang ziehen. Und dann war es auch schon soweit. Alle versammelten sich im Kreis, um Alex und seiner Begleiterin der ersten Wochen auf die Reise zu schicken. Für knapp ein Jahr wird man sich nicht sehen können, da fällt der Abschied schwer. Doch nichtsdestotrotz ging es für die beiden auf die Zweiräder, um sich auf den Weg zu machen. Bis zur Stadtgrenze wurden sie noch vom Team begleitet, bevor es dann in Richtung Süden auf die große Reise ging. Mittlerweile sind sie bereits in Linz angekommen. Wir wünschen jedenfalls eine gute Reise und viele schöne neue Erfahrungen.